Hier haben wir wieder eine Kundenbestellung. Dieses schöne iPhone 5 bauen wir jetzt komplett auseinander und bauen es in einen Bilderrahmen hinein. Als erstes schrauben wir unten die Schrauben auf, dann können wir das Display anheben. Um das Display dann komplett abzumachen, müssen wir diese Kabel hier lösen. Dann können wir auf der Rückseite des Displays anfangen, die ersten Teile abzuschrauben. Und zwar die Hörmuschel und die Frontkamera mit Sensoren. Dann haben wir hier unten den Home-Button. Und wenn wir den komplett abhaben, dann können wir auch das Display schon hinlegen. Als allererstes machen wir dann diese zwei Schutzbleche ab, dann können wir nämlich den Akku abnehmen. Und den können wir dann auch an seinen Platz legen und die SIM-Kartenhalterung rausholen. Dann ganz viele Schrauben im Inneren lösen. Da oben ist der Vibrationsmotor. Und dann weiter ganz viele Schrauben lösen. Da fange ich nämlich ganz oben an, gehe dann an die Seite rechts und dann gehe ich weiter runter. Da sind auch immer mal wieder ein paar Spezialschrauben dazwischen, da braucht man dann ein extra Bit. Und wenn wir dieses Kabel hier dann gelöst haben, können wir das Mainboard herausnehmen und die Hauptkamera abmachen. Dann holen wir diesen ganzen Block hier noch unten raus, da ist auch der Lautsprecher und der Lightning-Anschluss dran. Dann hier die Tasten noch aus dem Gehäuse rausholen und auch die eigentlichen Knöpfe links und oben nicht vergessen. Dann können wir auch schon das Gehäuse hinlegen und jetzt mache ich am Mainboard noch zwei Flexkabel ab und auch das Blech über der CPU. Bevor wir fertig sind, wird noch alles sauber gemacht und festgeklebt, dann wird der Bilderrahmen zusammengebaut und fertig ist der iPhone 5 Frame. Wie findet ihr den fertigen Bilderrahmen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare.